Wie kommen wir aus dieser Krise? Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Winter droht ein Energienotstand. Und über allem schwebt die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession. Wie kommen wir da wieder raus? Darüber spreche ich heute mit dem deutschen Ökonomen Moritz Schulerig. Eine Frage noch. Ein Podcast der Agenda Austria. Herzlich willkommen zum Podcast der Agenda Austria. Mein Name ist Rosemarie Schweiger und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Derzeit läuft die Wirtschaft auf Hochtouren. Viele Unternehmen haben volle Auftragsbücher und würden lieber heute als morgen mehr Personal einstellen. Doch zugleich ächzen die Menschen unter der höchsten Inflation seit Jahrzehnten. Schon bald könnte die Wirtschaft in Europa und in Österreich in eine Rezession rutschen. Und im kommenden Winter droht uns allen ein Energienotstand. Worauf müssen wir uns gefasst machen? Was soll die Politik tun? Und wie legt man in einer solchen Situation sein Geld an? Über diese Themen und vielleicht noch einige mehr spreche ich heute mit Moritz Schulerig. Er ist Professor an der Universität Bonn und an der Sciences Po in Paris und derzeit einer der gefragtesten Ökonomen Deutschlands. Sein Fachgebiet ist die Makroökonomie. Er hat unter anderem über Geldanlage geforscht und vor einem Jahr das Buch »Der entzauberte Staat« veröffentlicht, in dem es um Deutschlands Umgang mit der Corona-Krise geht. Herr Schulerig, Sie waren ja gerade Gastprofessor der Österreichischen Nationalbank in Wien. Haben Sie in dieser Zeit etwas über Österreich erfahren, das Sie noch nicht wussten? Sind wir anders, als Sie dachten oder ganz genauso, wie Sie dachten? Oh, darf ich ehrlich sein? Ich bitte darum. Ich war ein bisschen erstaunt. Gerade es ging ja um Fragen vor allem der Energiesicherheit. Ich war im Mai bei Ihnen in Wien an der Universität und da tobte in Deutschland schon seit 2-3 Monaten eine ganz intensive Debatte, wie man von der Abhängigkeit vom russischen Gas loskommt. Und das schien mir da im Mai doch ein bisschen, sagen wir mal, in Österreich, in Wien, so ein Thema, mit dem man sich erst so ganz langsam erst beschäftigen wollte und am liebsten gar nicht. Da war ich ein bisschen erstaunt, dass doch angesichts der hohen Abhängigkeit auch der österreichischen Volkswirtschaft vom russischen Gas diese Debatte nicht schon viel mehr Fahrt aufgenommen hatte. Und dass da doch eine Ruhe, als ist ja eine wichtige Geisteshaltung, die mich aber in der Situation doch dann etwas verwundert hat. Sie hätten ein bisschen mehr Habeck sich gewünscht in Österreich, wenn ich Sie da richtig verstehe. Robert Habeck. Ja, wissen Sie, das ist immer schwer jetzt von außen zu sagen, was wo ein bisschen, aber das ist mir schon aufgefallen. Mein Eindruck selbst von der deutschen Debatte war, dass sie der Realität und den Ereignissen immer so um mindestens einen Monat hinterherläuft. Also ich sag mal, wenn eigentlich schon längst klar ist, dass man ein Ölembargo verkraften kann, dann wird in Deutschland diskutiert, ob man dann ein Ölembargo machen sollte. Und sozusagen der Eindruck aus Wien war, dass man da vielleicht noch mal ein paar Wochen hinterher war. Das hat sich jetzt aber hoffentlich geändert. Inzwischen reden wir etwas darüber. Das Problem ist auch bei uns nicht gelöst, wie Sie wahrscheinlich verfolgt haben, aber es ist zumindest ein Thema und als Problem, glaube ich, erkannt worden. Genau, ich hätte mir da auch schon in Deutschland zu dem Zeitpunkt eine viel größere und ehrliche öffentliche Debatte gewünscht darüber, wie man Gas einsparen kann, welche Alternativen es gibt, auch kurzfristig bis zum Winter, welche Möglichkeiten die Industrie hat. Das war eine Debatte, die auch in Deutschland sehr langsam, sagen wir mal, auch von der Politik erst jetzt relativ spät, im Prinzip jetzt erst in den letzten Wochen, doch aktiv dann auch zu den Leuten gebracht wurde. Das schien mir, das trifft auf Österreich genauso wie auf Deutschland zu, am Anfang doch auch in der Industrie und bei vielen in der Politik so ein bisschen die Hoffnung bestanden zu haben, dass dieser Krieg doch irgendwie schon relativ schnell vorbei sein wird, wie auch immer, und dass man dann, sagen wir mal, zur Normalität zurückkehrt. Und das ist jetzt wirklich erst im Sommer, als, sagen wir mal, dann von russischer Seite doch diese Gaslieferungen zunehmend in Frage gestellt wurden mit allerlei Spielchen und Tricks und so weiter, dass da ein echtes Umdenken eingesetzt hat. Und ich denke, da hätte man eigentlich auch schon vorher sehr viel stärker sagen können, nein, wir müssen da weg und es gibt keinen Weg zurück. Wir kommen dann noch auf die drohende Energiekrise, auf den drohenden Notstand im Winter. Ich möchte gerne jetzt mit der Inflation beginnen, weil das etwas ist, was wirklich jeder jetzt schon spürt.
täglich eigentlich bei allem, was man kauft. Die Inflation ist auf einen Wert geklettert, den fast alle Experten vor einem Jahr noch für undenkbar gehalten hätten. Wie wird es weitergehen? Was ist da Ihre Prognose? Das ist in der Tat eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie geht es weiter mit der Inflation? Ich habe mich auch mit diesen Fragen in der Vergangenheit sehr viel beschäftigt. Ich denke, die ehrliche Antwort hier zu diesem Zeitpunkt ist, dass man sicherlich aus Zentralbanksicht vor einer ganz schwierigen Aufgabe steht. Wir haben aus vielen europäischen Volkswirtschaften, aber auch aus den USA zunehmend Anzeichen, dass Energiekrise, die Belastung für die Haushalte, die Belastung für die Unternehmen, die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft dazu führen, dass wir global vielleicht in eine, zumindest eine rezessive Phase gehen, eine Wachstumsdelle, vielleicht auch wirklich eine Rezession, das ist schwer zu sagen. Auf der anderen Seite aber diese hohen Inflationsraten haben. Alles, wenn der Wirtschaftsausblick ein besserer wäre, wäre es, glaube ich, wäre es ganz klar zu sagen, da muss man jetzt ganz hart auf die Zinsbremse treten, um auch mögliche Zeitrunneneffekte zu vermeiden. Wir wissen aber allerdings auch, dass die Geldpolitik mit einer Verzögerung von 2 Jahren wirkt. Sagen wir mal 1,5, 2 Jahre. Das heißt, was die EZB jetzt entscheidet, wird unser Leben im Ende nächsten Jahres anfangs wirklich zu beeinflussen, unsere Investitions- und Konsumentscheidungen zumindest am stärksten dann beeinflussen. Und da ist es durchaus möglich, dass wir im nächsten Jahr in einer doch einer anderen wirtschaftlichen, deutlich rezessiveren Umgebung stecken. Es ist also nicht ganz einfach, diesen Schritt zu gehen. Ich denke, wenn man an die Ursachen dieser Inflation, die wir jetzt haben, wenn man darauf zurückgeht, muss man fairerweise, glaube ich, auch mal eine Lanze für die Zentralbanken brechen. Das waren jetzt mit der Pandemie und dann mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und allem, was sich ja dann auch noch an russischer gezielter strategischer Politik, die Blockade der Schwarzmeerhäfen, die Blockade der Lebensmittelexporte, das Einsetzen von Energie und auch Energiepreisen letztlich als Waffe in dieser Auseinandersetzung. Das war nichts, was eine Zentralbank vorhersehen konnte oder musste. Das nicht, aber was schon stimmt und was auch von vielen Experten schon seit Jahren kritisiert wird, ist einfach, dass der Markt mit Geld förmlich geflutet wurde, auch schon die letzten Jahre, auch schon vor Corona, und dass viele Leute vorher schon gesagt haben, irgendwann werden wir das spüren. Und wir haben es ja auch gesehen, also die Vermögenspreise, Immobilienpreise, Aktienmärkte etc., da hat sich das ja abgebildet, da ist das Geld ja zum Teil hingeflossen. Es kam nur nicht in der allgemeinen Inflationsrate an. Also hätte da nicht die EZB vielleicht früher schon mal sagen müssen, Freunde, es reicht? Ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, dass es natürlich nicht nur ein europäisches Phänomen ist. Wir gucken natürlich auf die EZB, weil das unsere Zentralbank ist, aber die Briten, die Schweiz, die Amerikaner haben ganz, ganz ähnliche Problemlagen. Die Amerikaner vorneweg, die haben noch viel mehr, expansive Politik, Geldpolitik, Fiskalpolitik gemacht, aber in Großbritannien etwa sehen die Dinge nicht anders aus. Und das, was die EZB dort gemacht hat mit der Niedrigzinspolitik und auch mit den Anleiheaufkäufen, ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Man kann durchaus die Frage stellen, war die Geldpolitik im letzten Jahrzehnt insgesamt zu expansiv? Hat das zu sehr auch die Vermögenspreise nach oben getrieben und dadurch Verteilungswirkungen gehabt zum Beispiel und das jungen Familien auch schwer gemacht, sich jetzt ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen? Das sind ganz spannende, große Fragen, auf die es, so sehr ich sie auch gerne hätte, keine einfachen Antworten gibt. Die Welt, in der wir jetzt ohne Corona und ohne den Krieg in der Ukraine sehen würden, wie die Inflationsraten wären. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, die wären deutlich niedriger. Und wenn man den Prognosen der Zentralbanken von vor 2, 3 Jahren zumindest ein bisschen Beachtung schenkt, wahrscheinlich in einem Band um diesen Zielwert von 2% herum, wo wir jetzt heute nicht die gleiche intensive Inflationsdiskussion hätten. Also ich denke schon, was sich jetzt geändert hat, groß in den letzten 2 Jahren, ist das Zusammenspiel von Pandemie und Krieg. Also Sie glauben, ohne Corona und Ukraine-Krieg hätten wir jetzt kein Problem mit der Inflation? Das wäre zumindest meine Lesart der Situation, dass wir jetzt nicht als allererstes Thema auf den Titelseiten der Zeitungen über die Inflation reden würden. Ich würde meine Analyse wäre, dass wir ohne diese Schocks
aber mit der gleichen, sagen wir mal, expansiven Politik, die wir zuvor hatten, jetzt in einem Rahmen wären, in einem Band um diesen Inflationszielwert herum, über den wir uns jetzt nicht mit der gleichen berechtigten Sorge unterhalten würden, wie wir es sonst machen. Das heißt nicht, verstehen Sie mich nicht falsch, das heißt nicht, dass nicht Zentralbanken und die Geldpolitik eine Rolle hatte und dass die Vermögenspreise so stark gestiegen sind. Die Frage ist aber wirklich, und da muss man halt auch andere strukturelle Faktoren mit einbeziehen. Waren es wirklich nur die Zentralbanken? Sehen wir nicht global, wohin man auch guckt, dass die Zinsen so stark gesunken sind? Und hat das nicht unter Umständen doch etwas mit der erhöhten Sparneigung der alternder Volkswirtschaften zu tun? Hat das unter Umständen etwas mit zunehmender Ungleichheit zu tun? Etwa sich, wenn die Einkommen immer stärker konzentriert sind bei Haushalten, die relativ hohe Sparneigungen haben, führt das nicht zu einem steigenden Angebot? Das heißt, das sind viel diskutierte Fragen. Da haben sicherlich Zentralbanken eine Rolle gespielt und ihren Beitrag geleistet. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass das jetzt der einzige und auch nicht der entscheidende war. Jetzt ist die Inflation aber mal da oder die hohen Inflationsraten sind da und die Politik versucht jetzt irgendwie gegenzusteuern. Also in Österreich gibt es schon mehrere sogenannte Antiteuerungspakete, die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass Geld verteilt wird. Nicht immer an alle, aber es gibt auch ein paar Maßnahmen, wo wirklich jeder unterstützt wird. Was halten Sie davon? Ist das der richtige Weg? Ich glaube, die entscheidende Einsicht, die bei uns noch nicht angekommen ist, ist, dass wir, und das gilt für Österreich, das gilt auch für Deutschland, dass wir ärmer geworden sind durch diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir werden mehr bezahlen müssen in Zukunft für unsere Energie. Und da wir Energieimporteure sind, wird uns das an der einen oder anderen Stelle im Portemonnaie fehlen. Und da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Man kann sich überlegen, wie wir diese Kosten teilen wollen, wie wir sie aufteilen wollen. Aber dass diese Kosten erstmal da sind, dass wir als Gesellschaft ärmer geworden sind, daran führt zumindest, ich sag mal, bis es einen Regimewechsel in Moskau gibt und vielleicht auch wir mit anderen Energieträgern wieder ähnlich günstig an Energie kommen, daran führt erstmal kein Weg vorbei. Und wenn jetzt die Regierung in Wien oder in Berlin oder wo auch immer sich intelligente Dinge einfallen lassen, um diese Kosten, ich sag mal, sozialverträglich gerecht zu teilen unter der Bevölkerung und vielleicht auch so zu teilen, dass man sagt, dass starke Schultern ein bisschen mehr tragen können, dann ist es erstmal, würde ich sagen, nichts Verkehrtes. Schwierig wird es dann, wenn man wie etwa in Deutschland versucht, mit administrativen Maßnahmen, ich sprich mal jetzt Tankrabatt, in den Preismechanismus einzugreifen. Denn wir brauchen in einer Marktwirtschaft, und das ist die Schönheit und auch die, in gewisser Weise die Ästhetik einer Marktwirtschaft, ist, dass diese Preise einfach die Knappheit von Gütern anzeigen. Energie, dazu gehört auch das Benzin, aber dazu gehört vor allem das Gas, ist knapper geworden. Es muss teurer werden, damit wir unser Verhalten anpassen, nicht nur wir, auch die Industrie, und damit diese Dinge dort benutzt werden, wo sie am meisten gebraucht werden und wir wirklich alle Einsparpotenziale auch ausnutzen. Das heißt, Eingriff in den Preismechanismus, ganz schlechte Idee, sich jetzt darum zu kümmern, dass dort, wo wirklich diese hohen Preissteigerungen beim Heizen oder meinetwegen auch bei den Kraftstoffen, wo die wirklich auch in den Konsum einschneiden, dass man da einen gewissen Ausgleich schafft. Da kann ich nachvollziehen, warum man das macht. Das kann man, wie gesagt, intelligenter und weniger intelligent machen. In Österreich wird gerade diskutiert, eine Art Übergewinnsteuer, nennt sich das oder nennt die Politik das? Also Energiekonzerne, die jetzt, ohne dass sie irgendwas besser gemacht hätten als vor 2 Jahren, Riesengewinne einfahren, einfach durch die hohen Weltmarktpreise, die sollen stärker besteuert werden. Was halten Sie davon? Ich würde diese ganze Debatte erstmal ohne ideologische Scheuklappen sehen. Es ist in der Tat auch in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder passiert, dass man in Ausnahmesituationen, und ich würde sagen, wir sind jetzt in einer absoluten Ausnahmesituation, wo wir ohne russisches Gas unter Umständen durch diesen Winter kommen müssen oder wo wir wahrscheinlich moralisch anständig ohne russisches Gas durch diesen Winter kommen sollten, wo es erstmal keine ideologischen Tabus geben sollte. Natürlich ist in normalen Zeiten so eine Ad-Hoc-Steuer auf bestimmte Sektoren ein absolutes Tabu und das macht man nicht. Und das ist auch, sagen wir mal, überhaupt steuersystematisch nicht zu rechtfertigen. Kann man in einer Notsituation drüber nachdenken, dass man in der Tat dort, wo jetzt sozusagen durch eine Not besonders große Gewinne anfallen, einen Teil davon für die Gesellschaft abschöpft? Wie gesagt,
würde ich erstmal sagen, kein Denkverbot. Ich habe bis jetzt aber noch keinen Vorschlag gesehen, der, sagen wir mal, der so überzeugend ist. Großteil dieser Gewinne fällt bei Unternehmen im Ausland an. Ich denke, das ist ein Punkt, auf den man zurückkommen muss. Da wird also sozusagen bei der Gewinnsituation gar nicht so viel zu holen sein im Inland. Man muss auch sagen, was ist wirklich ein Übergewinn? Können wir wirklich so genau spezifizieren? Hier sind die unverdienten Gewinner dieses russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Die Frage ist auch immer, wo das endet. Also eine krisenhafte Situation kann man ja schnell mal sehen. Und Politik braucht immer Geld. Auch das ist nichts Neues. Also da könnte man quasi in jedem Jahr irgendeine Krise konstruieren und sagen, ihr habt jetzt davon profitiert, euch nehmen wir es jetzt weg. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, wir sind schon, sagen wir mal, als Gesellschaft in der Lage zu unterscheiden zwischen einem durch nichts gerechtfertigten Angriffskrieg auf ein europäisches Nachbarland, das die europäische Friedensordnung der letzten 30, vielleicht auch der letzten 80 Jahre massiv in Frage stellt, zu unterscheiden von, ich sag mal, der Situation, die eintritt, wenn Deutschland mal bei der Fußballweltmeisterschaft im Viertelfinale ausscheidet. Also da müssen wir uns auch einfach diese Reife und dieses Zutrauen als Gesellschaft müssen wir haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, dass das vielleicht klar macht. Der Goldstandard im 19. Jahrhundert wird ja oft und zu Recht immer noch gesehen sozusagen als der Inbegriff finanzieller und monetärer Solidität, der auch die Großbritannien etwa im 19. Jahrhundert zu einer solchen, sagen wir mal, finanziellen, soliden und dann auch politisch und wirtschaftlich mächtigen Nation gemacht hat. Das gehörte natürlich dazu und es war eine unausgesprochene Regel, dass wenn es einen Krieg gab, wenn es eine Ausnahmesituation gab, auch in Großbritannien dieser Goldstandard ausgesetzt wurde und dann, wenn diese Notsituation vorbei war, man wieder zum Goldstandard zurückkehrte. Und ich denke, sagen wir mal, mit diesem historischen Beispiel im Hinterkopf, dass man natürlich weiß, Regeln sind sehr wichtig, genau wie Sie das sagen, damit wir nicht jeden Tag ankommen und sagen, hier ist eine Ausnahmesituation. Wir haben aber gewählte Parlamente und wir müssen diesen Parlamentariern und diesen politischen Institutionen zumindest zutrauen, dass sie dann auch gerne mit großen Mehrheiten auch mal entscheiden können. Das ist jetzt in der Tat mal eine Sondersituation. Wenn wir jetzt Dinge machen, ich bin leider nicht firm genug in österreichischer Nachkriegsgeschichte, aber am Anfang des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg stand der Lastenausgleich, eine riesige 50-prozentige Vermögenssteuer. Da war auch klar, das ist eine einmalige Ausnahmesituation, Millionen von Flüchtlingen zu integrieren, Teile der Gesellschaft haben ihr gesamtes Hab und Gut im Krieg verloren, andere sind mehr oder weniger ungeschoren davongekommen. Diese 50-prozentige Vermögenssteuer 1952 hat dem deutschen Wirtschaftswunder nicht geschadet, sondern... Sie tun das jetzt nicht explizit, aber ich finde jetzt den Vergleich dann doch ein bisschen... Heftig. Mein Punkt ist nur, mein Punkt ist nur zu sagen, dass es immer wieder Ausnahmesituationen gab und die gab es im 19. Jahrhundert, wenn Großbritannien, gegen Napoleon Krieg führen musste. Die gab es auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Natürlich sind das Ausnahmefälle. Und wenn wir jetzt sagen, wie kommen wir durch diesen Winter? Und wie kommen wir durch diesen Winter? Wenn uns der Hauptversorger, dem wir in gewisser Weise getraut haben, uns in einer essentiellen Sache vielleicht zu sehr getraut haben oder sich mit Sicherheit zu sehr vertraut haben, uns in dieser essentiellen Angelegenheit auch mit Gas zu versorgen, wenn der nicht mitspielt, ist das eine Ausnahmesituation, wo ich sagen würde, es gibt erstmal keine Denkverbote und keine Tabus? Ja. Brauchen wir jetzt eine Übergewinnsteuer, um durch den Winter zu kommen? Nein. Ich denke, wir müssen das eine sparen. Mit dem anderen nichts zu tun, ja, das stimmt. Genau. Und wenn wir an dem Punkt sind, wer weiß, wie es in den nächsten 2-3 Monaten weitergeht, wo wir im November sagen, wir sind wirklich in einer absoluten Notlage und wir können hinreichend genau sagen, hier gibt es Unternehmen, hier gibt es Sektoren, die ohne ihr eigenes Zutun, vielleicht würden die das sogar selber sagen, wir sind, ohne dass wir das wollten, ohne dass wir es unterstützen, diejenigen, die indirekt, aber dann doch sehr kassenwirksam von Putins Krieg profitiert haben. Kann man dann drüber nachdenken, sowas zu machen? Denke ich ja. Sind wir an dem Punkt, wo wir das machen müssen? Nein. Weil Sie es immer wieder erwähnen, glauben Sie, dass das passieren wird im kommenden Winter? Glauben Sie, wir stehen dann plötzlich da und müssen uns fragen, ob wenigstens Wohnungen noch heizbar sind?
Also ich kann Ihnen die Zahlen für Deutschland sagen, ich kann sie Ihnen nicht für Österreich sagen. Deutschland würde ohne russisches Gas durch diesen Winter kommen, wenn Industrie und Haushalte ungefähr 25%, also ein Viertel weniger verbrauchen als in den Vorjahren üblich. Dann kommt Deutschland ohne russisches Gas durch den Winter und jetzt auch schon noch mit einem gewissen Puffer, wenn der Winter besonders kalt werden sollte. Ist das eine Notlage? Ist das stemmbar? Ist das machbar? Meiner Ansicht nach ja. Wenn man sich vor Augen hält, das würde ungefähr heißen, dass die Haushalte die Heizung 2,5 Grad runterstellen müssen, relativ zum Normalen. Das ist nicht angenehm, das sind kalte Füße, dicke Socken. Aber das ist machbar, wenn es mal sein muss für einen Winter. Es kann auch heißen, wer das Glück hat, in seiner Wohnung, in seinem Haus ein Arbeitszimmer oder ein Gästezimmer zu haben oder was auch immer, dass man einfach weniger Räume heizt. Es kann auch heißen, dass man morgens die Heizung später anmacht und abends schon ein bisschen früher abdreht. Das sind ganz viele Möglichkeiten. Müsste man das sozusagen per Gesetz dekretieren oder vertrauen Sie darauf, dass Menschen das von sich aus machen? Weil ich meine, ein ganzer Winter bei 19 oder 20 Grad Zimmertemperatur, da sehe ich schwarz, ehrlich gesagt. Auf freiwilliger Basis. Naja, aber freiwillig heißt natürlich erstmal, dass man über den Preis Anreize setzt zum Sparen. Und na, die gibt's ja schon. Die Gaspreise ja, sind ja das schon. Kommt ein bisschen drauf an, wie die Verträge ausgestaltet sind. In Deutschland sind das oft mehrjährige Verträge, wo dann deswegen, wenn ihr jetzt gerade die Versorger gerettet, weil die versprochen haben, den Haushalten zu einem bestimmten Preis Gas zu liefern, aber dieses Gas jetzt viel teuer einkaufen, deswegen sind die Versorger alle in finanziellen Schwierigkeiten oder im Konkurs und nicht mehr solvent. Also ich fange mal an, diese Argumente, wissen Sie, diese Argumente, dass Haushalte nicht auf Anreize reagieren, ich glaube die einfach nicht. Wir wissen aus allen empirischen Studien, dass diese, ich benutze mal das furchtbare Wort Elastizitäten, also wenn der Preis hochgeht, dann konsumiert, dann fragt man da weniger nach. Und das funktioniert auch beim Heizen. Die Leute lassen sich ganz viele Sachen einfallen. Es kann ja auch heißen, dass man endlich die Kellertür, die immer zieht, dass man die besser isoliert. Es kann heißen, dass man, ich sag mal, intelligente Sachen einfallen lässt mit Homeoffice, dass alle, was weiß ich, 2 Tage zu Hause bleiben. Dann muss man 2 Tage die Büros nicht heizen oder zumindest nicht doppelt heizen, die Heizung nicht anfahren und so weiter. Man kann die Öffnungszeiten im Einzelhandel sicherlich anpassen. Ich glaube, wir haben die Margen, die wir haben, um zu sparen, Energie zu sparen, wir haben noch nicht mal wirklich angefangen, die alle zu erkunden. Wir sehen das jetzt täglich, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch durch die Presse geht, in Deutschland gibt es jetzt täglich ein Unternehmen, das sagt, ach, wir schaffen es bis zum Winter 25, 30, 50. Mercedes-Benz also sagt, sie kommen sogar ganz ohne Gas aus. Wahrscheinlich, weil sie bisher schon nicht viel gebraucht haben, nehme ich an, oder? Also das wird jetzt auch Unternehmen geben, die das nicht einfach so können. Genau, und diese Unternehmen werden dann bereit sein, einen sehr hohen Preis für das Gas zu bezahlen und werden dadurch anderen Unternehmen einen Anreiz geben, umso mehr einzusparen. Und also bei aller Liebe, jetzt Sozialismus für Unternehmen auszurufen, nein, das ist der Preismechanismus. Die Knappheit muss genauso für den Unternehmenssektor gelten. Und natürlich ist es einfacher für die Industrie, und das hat im Übrigen die deutsche Industrie auch sehr erfolgreich seit Februar gemacht, es ist einfacher, im Kanzleramt auf dem Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, es geht alles nicht, es geht alles nicht, es geht alles nicht, kostet zu viel, unsere Gewinne, Herrgott, die Industrieproduktion, der Standort, nicht was, nicht alles. Ich würde sagen, die Haushalte müssen 2 Grad runterstellen, da gibt's auch eine Verpflichtung, die Industrie hat, in Österreich genauso wie in Deutschland, zumal es die energieintensiven, diese gasintensiven Unternehmen waren, die im letzten Jahrzehnt am meisten von Putins Gas profitiert haben. Die haben jetzt auch eine Verpflichtung, sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu tun, was auch immer möglich ist, um ihren Gasverbrauch in unser aller Interesse zu senken. Also da würde ich sagen, lassen Sie uns mal dann auch, wenn wir sagen, wir wollen keinen
Wir wollen jetzt, sagen wir mal, keine Übergewinnsteuern und keinen Preismechanismus aushebeln, dann muss das auch für die Unternehmen gelten. Sie haben über langfristige Renditen verschiedener Anlageformen geforscht. Hat irgendwie auch mit der Inflation natürlich zu tun, jetzt diese Frage. Das Ergebnis seit 1950 hat man mit Aktien die höchsten Renditen erzielt. Erst danach kamen Immobilien. Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, auch kleinere Anleger, nicht nur Millionäre, was man momentan mit dem Geld machen soll. Würden Sie kleinen Anlegern wirklich empfehlen, jetzt in den Aktienmarkt einzusteigen, in einer Situation wie dieser?